Leute, was war denn wieder los mit Deutschland gestern beim ESC, Mann, ey. Ich konnte es nicht fassen, ne? Also, ehrlich gesagt, ich gucke da dieses Zeug nicht, weil meine Meinung ist, dass die meisten Wettbewerber da nur so tralala, du, 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 tralala, du, 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 alles 4x4, alles 3x3, alles mit Lichtern bearbeitet, alles unecht, alle, das ist für mich keine, in der Tat, ESC ist für mich keine Entität, und auch überhaupt keine musikalische Autorität, wo man jetzt sagen müsste, okay, ne, das ist etwas Kommerzielles, wo Fastfood-Musik, wo da ganz schnell tralala, tralala gemacht wird und so. Und in dem Sinne möchte ich Lord of the Lost aufmuntern, sich bloß nicht jetzt niedermachen zu lassen von dem Resultat gestern. Das war unfair. Man hat euch mindestens den zweiten, dritten Platz hat man euch gezockt. Okay, ist wirklich meine Meinung, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das ist korrupt, schlimmer als die FIFA, schlimmer als alles, was wir kennen, das ist gegen den Musiker, okay, das tut der Musikbranche überhaupt nicht gut und das ist, ich bin dafür, dass die Musiker sich zusammentun und eine Organisation basteln, die ganz genau das Gegenteil macht, okay. Man müsste eine Organisation, musikalische Organisation machen, wo Leute nur mitmachen können, die auch gewissen Schmackes haben in der Musik. Alles, was so wiederholt ist, tralala, tralala, ta, 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 tralala, tralala, hu, hu, hu. Alles, was so ist, was man vorhersehen kann und schon weiß, was kommt. Das ist sowas von langweilig aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Leute. Bin ich nicht alleine. Und da bin ich der Meinung, das sollte man ganz einfach. Ich bin dafür, dass kein guter Künstler überhaupt zum ESC gehen sollte. Okay? Also nichts gegen die Lorraine, die Schwedin, die hat, ich finde, das ist ein guter Song gewesen, guter Ohrwurm, aber dennoch stufe ich das als Fastfood ein. Also zwei, dreimal hören und dann. Also bei mir ist das zumindest so, da macht das Gehirn zu, da kann ich nicht mehr hören. Bei Lord of the Lost hingegen hörst du den Song 3-4 Mal und der Song macht auf. Ja, der hat viel länger. Das ist nicht so eine Eintagsfliege-Geschichte. Also das hat mir, ich habe ja ab und zu reingeschaltet, das hat mir echt im Herzen wehgetan, zu sehen, wie Deutschland am letzten Platz ist mit einer Nummer, haltet euch fest, die weitaus besser ist als die Nummer, die Italiener geliefert haben mit Maneskin. Also viel besser in allem. Gesang, Performance, Farben, Artikulation, Dynamik. Ja? Viel besser als Maneskin. Viel besser. Maneskin war Erster geworden. Also da könnte man nicht sagen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Ja? Da kommt eine Nummer, die ist viel besser qualitativ. Und das kann man international checken, indem man einen internationalen Checker macht und allen Leuten des Genres, Heavy, Dark und so weiter, fragt, was findet ihr besser, Lord of the Lost oder Maneskin? Konkret die Lieder, was findet ihr besser, Blood and Glitter oder dieses Maneskin? Habe ich mir noch nicht mehr gemerkt, wie das hieß. Ich versuche wirklich mit offenen Herzen da ranzugehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn man das international befragen würde, die meisten Leute sagen würden, Lord of the Lost ist besser, ist ausgefeilter, ausgereifter, dynamischer, breiter, tiefer und schöner. Gut, jetzt kann man diskutieren. Wie mein Vater schon sagte, über Geschmack lässt sich nicht diskutieren. Es gibt guten Geschmack und schlechten Geschmack. Aber ich möchte wirklich energisch protestieren gegen diese Politik des ESC, die ganze Chance, wie das gestimmt wird, der Vorentscheid, das alles, diese ganze Verarscherei, ja, wo das junge Publikum sozusagen Futter vorgeworfen kriegt. Die haben ja nichts anderes. Die kriegen das vorgeworfen, man isst das, was man vorgeworfen kriegt. Ja. Ich habe öfters jüngere Leute bei mir im Studio gehabt, denen habe ich mal so Sachen vorgespielt, auch moderne, ja, aber auch ältere Sachen. Und die Leute sagen, oh wow, ne? Oh, wow. Aber das macht man bei diesen Pseudo, also das, was ESC macht, ist für mich, komm, ich lasse das, ich möchte nur den Chris und Lord of the Lost aufmuntern,
Leute, lasst euch nicht fertig machen.